Okay, und damit sei grüßt. Willkommen zurück zu einem neuen Let's Test. Wir spielen heute Giggle Kitty Big City. Das sah tatsächlich relativ gut aus. Wir spielen hier eine kleine Katze. Das nächste Katzenspiel, was wir spielen nach Gut 2, ist jetzt schon eine Weile her, dass wir es gespielt haben. Es ist schon. Ist wirklich schon eine Weile her. Was Little Kitty Big City uns zu bieten hat. Katzenspiel. Jetzt schon Spiel des Jahres. Da geht's abwärts. Und raus aus der Müllkanne. Mülltonne. Wo bin ich? Get back home. Escape to view. Aha, okay. Hier sind wir die kleine Katze. Die können wir jetzt steuern. Die können wir hüpfen. Oh. Können wir an Wänden hoch. Au. Scheibe kratzen. Miau. Okay. Hier mal gucken. Können wir hier lang? Wo sind wir eigentlich? Können wir hier hinüber? Wollen wir hier überhaupt hinüber? Sieht irgendwie nicht so aus. Oh. Können wir was hochheben? Naja, das funktioniert hier noch nicht so gut. Wir bringen die Schuhe mal raus. Verstecken die irgendwo im Garten. Den Ball müssen wir reinbringen. Können wir nicht? Schade. Oh je. Miau. Genau, smashed 10 Items. Müssen Dinge runterwerfen. Oh, das Wasser in die Spüle. Ah, miau. Hast die Tür offen gelassen? Dein Pech. Können wir Gardinen aufschlitzen? Schade. Hoppla. War ich nicht.
Miau. Nicht meine Schuld. Ich bin nur eine unschuldige Katze. Oh, Katze, Wasser. Miau. Wie sollen wir da jetzt hochkommen? Ich denke mal, von innen können wir da rein. Dafür was da. Autsch. Und ja, wie können wir mit Sachen aktiv schubsen? Kuh und E. Naja, das war wohl nix. Ah, so können wir weiterspringen. Au. Das Köpfchen, au. Das kleine Köpfchen nicht stoßen. Au. Tollpatschig Katze. Ach verdammt. Ich muss es anvisieren. Können wir von hier aus da hoch? Aber wahrscheinlich nicht. Jetzt wissen wir, wie es geht. Okay. Versuchen wir auf 5. Au. Ui, fast runtergefallen. Springen will noch geübt sein. Ui. So nämlich. Also die Steuerung mit Tastatur ist manchmal noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht, wie ich das übersetzen soll. Well, well, well. Wenn das mal nicht die fliegende Katze ist. Sprichst du mir? Ja, ich sehe hier keine andere kleine Katze, die reguläre, casual unschuldige Krähen mitten in der Luft attackiert. Das warst du. Ich bin. Mir tut es leid. Das war ein Unfall. Du musst das so sehen. Ein Unfall? Klingt, als ob du mehr Flugplatz brauchst. Aber ich kann gar nicht fliegen. Und du wirst das auch niemals mit dieser, mit dieser Einstellung. Los, komm. Flatter mit den Flügeln und folg mir. Dann wird's fliegen. Von Luca. Aber wir können nicht fliegen. Oh verdammt. Gehen wir da jetzt wieder hoch? Da war noch ein Topf, den wir umwerfen müssen. Nicht ganz unglücklich. Miau. Hier mal durch.
Common Artist. Oh, cool. Ein bisschen rot. Ein bisschen schwarz. Schwarz und Sprühen machen irgendwie noch nichts aus. Nice. Dann können wir den Eimer schubsen. Den schwarzen Eimer hier noch rüber. Das wäre es natürlich gewesen, wenn wir jetzt den schwarzen Eimer hier noch überschubsen können. Ja, es ist ein bisschen schwierig hier. Wir können nur den Rest einsauen. So, vielen Dank. Ah, hübsch. Ah, da können wir durch. Ah, können wir ein Tor schießen? Und wenn das möglich ist. Yay! Cool. Da kommen wir nicht durch. Das ist böses Wasser. Und hier lang? Autsch. Ich dachte, wir wären lockeres Bett oder so. Hier geht's auch nicht weiter. Nur vielleicht hier entlang. Frittchen. Bis man nach oben nehmen, dann können wir das irgendwie von oben ins Wasser werfen. Oh, sorry Katze. Wollte ich nicht. Böses Wasser. Und Hund. Verlorene Tor. Hey, sei leise dort drüben. Im Ernst, diese Hunde denken, ihnen gehört die, gehören die Straßen. So, hier bist du also. Wieso hast du so lange dafür gebraucht? Hast du vergessen, wie du mit den Flügeln steckst? Ich hab keine Flügel. Was? Dann wie willst du dann fliegen? Ich bin nicht geflogen. Ich bin gefallen. Ich bin an meinem Fensterplatz habe ich gelegen und bin den ganzen Weg hinuntergefallen. Aber wenn du nicht fliehen kannst, wie planst du dann wieder zurück nach oben zu kommen? Wie willst du dann wieder hochkommen? Oh oh.
Du bist in einer schwierigen Situation, oder? Dann lass mich nachdenken. Wie wäre es mit einer Mitfluggelegenheit? Wenn ich es nicht verstehe, der Theorie ist der Halfing, das kann ich nicht übersetzen. Meinst du klettern? Das, was ich sage, das ist, was ich gesagt habe. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe die Energie. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Energie für das Klettern habe. Ich war bereits hungrig, als ich gefallen bin. So, wenn eine freundliche Krähe aus der Nachbarschaft einen Fisch hätte, wirklich? Das bringt uns dann zum familiären Krähen-Territorium. Supply and Demand. Stimme zu und verlange. Ich kann dir einen Fisch anbieten, voller Energie, und wirst dafür nur 25 Schrauben benötigen. Oder Mutter oder Schraube. Was ist deine Mutter? Du musst Neuwirt. Du weißt nicht, was Muttern sind. Das sind glitzernde kleine Dinge, die überall versteckt sind. In Büschen und Jars. Sometimes on matches. Und die sind bekommbar, die sind, achso, diese kann man die, also valuable sind die, kann man die, sind die käuflich, käuflich, die sind unbezahlbar. Sagte ich unbezahlbar, ich meinte worthless. Danger, gefährlich, aber außer für Krähen. Tatsächlich sollten die nicht hier rumliegen in der Stadt. Die könnten jemanden verletzen. So, wenn du 25 von diesen Muttern und Schrauben sammelst, werde ich die Möglichkeit haben, die jetzt sehr verantwortungsvoll zu entfernen. Wir werden Helden sein. Und dann bekomme ich einen Fisch? Sicher. Ich bin dabei. So, wir müssen 25 Schrauben sammeln. Oder Muttern, ich bin mir nicht sicher, was die richtige Übersetzung ist. Ja, mit dem Ziehen bin ich immer noch nicht ganz sicher. Da steht die rechte Maustaste, aber es ist irgendwie die linke. Okay, jetzt können wir nicht umschubsen. Autsch. Da sehe ich doch schon was leuchten. Found a shiny. Füge Ärgern.
Ja, diese Störung ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hoch hier. Ah, das sind einfach nur leuchtende Dinge. Jetzt haben wir eine Gabel aufgesammelt. Das sind keine Schrauben oder so, sondern das sind einfach leuchtende Dinge, die ich hier haben möchte. Ein Mensch. Wieder vor die Füße laufen, zwischen den Füßen. Ein neues Gesicht. Bist du gekommen, die Vögel zu sehen? Ich habe die niemals so nah gesehen wie jetzt. Nicht ohne Glas im Weg. Oh, eine Hauskatze. Das erklärt vieles. Kann ich näher ran an diese Vögel? Ja, kannst du. Tatsächlich kannst du sie sogar fangen. Trick ist, sich ranzuschleichen. Und wenn du ganz nah dran da bist, dann sprichst du. Das überrascht mich. Das. Du musst springen, das beste Springen, was du lernen. Irgendwas. Ja, wir wissen jetzt, wie man springt. Am Tailbad, okay, ja, jetzt können wir das skippen. Da habe ich keinen Bock mehr. Catch a bird. Wir müssen noch leuchtende Gegenstände einsammeln. Warum ist einer? Autsch. Hier können wir hoch. Oha. Okay, Spielzeug. Oh, Ladybug-Cat. Was anziehen. Süß. Drei Dinge. Da oben ist noch eins, das sehe ich doch. Nein, nicht runter. Verdammt. Hier lang. Kann man das hier irgendwie. Ja, das war schon fast. Genau so. Bloß noch ein bisschen höher. So wird das nix. Nein, 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 was denn? Da hat man doch eine grüne Stelle. Ja, die Steuerung. Ah, verdammt, nein. So. Immer noch linke Maus, das nicht rechte. Ist das klug, hier reinzupfen? Ich glaube nicht.
Fast, ich hab's fast. Nur ein bisschen mehr noch. Ah, ja, jetzt hab ich's. Jetzt muss ich noch raus hier. Oh oh. Alles okay da drin? Vor einem Moment noch, ja. Es war sehr leicht hier rein. Aber ich hatte nicht gedacht, dass es so. Dass ich hatte gedacht, es würde genauso leicht wieder rausgehen. Kann ich irgendwie helfen? Lass mich noch eine Sache versuchen. Nein. Ich bin jetzt bereit für deine Hilfe. Bitte. Wenn ich von hier aus drücke, dann kannst du mich ziehen. Rescue? Fragezeichen. Dankeschön. Bitte. Bitteschön. Gern geschehen. Was suchtest du dort? Ich habe nach Federn für meine Erfindung gesucht und sah etwas, was gut aussah dort drin. Ich dachte, das würde die berühmte invertierte Collector Edition von Geku Medaillon sein. Und ich lief hin. There was manifesting success. Es war eine Einbildung in meinen Gedanken. Hat es funktioniert? Nein. Aber ich denke, es hat. Warum suchst du die importierte? Nicht importiert, sondern importierte Collecting-Deko. Ja. Es gibt mal. Wir haben auch das von ihm bekommen. Nehmen Christ, die wir hier gerade annehmen. Die große Preisphase, wie kommen wir hier wieder raus? So wahrscheinlich. Ist hier noch was zu sammeln? Automat. Können wir das dort recyceln? Offensichtlich nicht. Ich habe da drüben Funke gesehen. Wirf den Ball gut hin. Verdammt. War ich zu schlecht. Den Ball können wir jetzt dorthin schieben. Nicht ins Wasser. Oh nein. Kann ich verschieben. Lass mal auf die Katze zutreten.
Oh nein. Ui. Böser Ball. Schon ist der Vogel weg. Oh, eine Frockhead. Yay. So, gleich mal ausrüsten. Das ist cool. Oh, ich habe noch neue Dinge gefunden. Wie viele davon haben wir jetzt? Da kommt man nicht rüber. Ist der Ball. Das Katzenfußball. Wir müssen dann auch noch hochklettern. Oh nein! Können wir vielleicht immer rennen? Bisschen Ballsport. Er flippt hier immer zurück. Das finde ich ein bisschen unschön. Naja, das Spiel braucht noch ein bisschen schönes Spiel, aber so ein paar Sachen. Ja, genau das hier, das ist, ich habe doch nichts gemacht. Hab gar nichts gemacht. Schon flippt das hier wieder zurück. Ah, Patrick Sink. Ja, was soll denn das jetzt? Hitbox zu groß. So rein hier. So weich die Krähe. Und hier ist noch so ein Ding. Oha. Absolut. Ah ne, der Frosch ist cool. Oh hier. Mit den Dingen aufgesammelt, da kommen wir noch nicht lang. Da könnte man hochkommen. Und auch nicht. Und da ist was, da müssen wir hoch. Ja. Aufs Dach des Autos. Geht das? Und ich müssen wir es so machen. Oh, das sind Töpfe. Klar. Miau. Ah, hier. Das hast du gut gemacht, Kindchen. Die Straßen fühlen sich jetzt sicherer an. Du brauchst nur noch 14 Schrauben. Oh Gott.
Das artet hier in Arbeit aus. Hier mal. Kann ich nicht lang? Schade. Jetzt suchen wir hier mal noch weitere Schrauben. Da oben gibt's was. Wollen wir auf das Auto drauf kommen? Au, Wasser. Hier waren wir schon, hier sind wir zurück. Gehen wir wieder ein bisschen zurück. Kein Rückschritt. Vielleicht finden wir hier jetzt eine Sache. Bezweifle das aber ganz ehrlich. Quietschhändchen. So, wie kommen wir denn da rum? Eine Baustelle. Können wir so springen? Bezweifle es. Na, hier können wir. Oh je. Da unten ist Wasser. Hasenmütze. Süß. Mal 12 Standort. Was sagt die Krähe? Ja, das war ein guter Einblick in das ohne Box. Ja, wir sind jetzt in der Box. Das passt doch. Da können wir jetzt eine Weile bleiben. Gut, na dann. Das war jetzt das Little Kitty, Big City. Das sah gar nicht so schlecht aus. Gleich mal hier Wunschlisten, ganz wichtig. Und dann sage ich, wir sehen uns beim nächsten Video wieder auf diesem Kanal. Bis dahin, habt einen jaurigen Tag und ja, ciao ciao.